Ja, ich grüße mal wieder alle, die sich hier auf mein Video verlaufen haben und möchte euch heute mal anhand von einem Video zeigen, wie man Desktop-Aufnahmen erstellt, und zwar mit dem Programm CamStudio. Also das Programm als solches ist Freeware. Und von daher schon mal einfach genial. Was weiterhin genial ist, ist einfach die Tatsache, dass man hier mit wenigen Mausklicks eben dieses Video erstellen kann und dann eben auf seine Webseite oder wo auch immer hin hochladen kann. Vorher mache ich noch ein paar Einstellungen. Hier oben seht ihr mehrere Reiter. Der Help-Reiter ist klar, dort können wir die Hilfe aufrufen. Hier könnt ihr einstellen, wie ihr es in der Ansicht haben wollt. Ihr seht, da gibt es drei Modi. Ich entscheide mich hier für die Normalansicht. Dann kommen wir zu den Tools. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Da kann man noch verschiedene Dinge mitmachen. Der wichtigere für mich war hier, dass ich das in SWF letztendlich nachher komprimiere. Bei den Optionen könnt ihr hier einstellen, ob ihr es halt mit Voice haben wollt oder eben ohne. Hier bei der Region könnt ihr auch eben entweder den ganzen Bildschirm aufnehmen oder eine festgelegte Region. Ich lasse den Haken hier bei Region. Warum, werdet ihr gleich sehen, wenn ich das Programm starte. Dann gibt es hier noch drei Buttons, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Das ist der Recorder, also sprich, damit starte ich das Programm. Hier bei dem schwarzen Button, der zweigeteilte, kann ich eine Pause einlegen und hiermit stoppe ich halt die Aufzeichnung. Gut, dann beginnen wir mal ganz einfach. Ich habe jetzt auf Start gedrückt und wie ihr seht, macht er mir hier danach einen Marker. Und mit dem kann ich jetzt die Größe festlegen, die ich halt einstellen will, was ich aufnehmen möchte. Ich wähle jetzt mal diese. Und nachdem ich den Anfasser losgelassen habe, beginnt also die Aufnahme erkennbar an den hier oben leuchtenden Ecken. Wenn ich auf Stopp mache, blinkt einmal das Pausenzeichen ein und ja, die Ecken, die leuchten halt nicht mehr. Und wenn ich jetzt diesen Button wieder drücke, dann beginnt wieder die Aufnahme. Das ist einfach alles. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ihr das, was ihr aufzeichnen wollt, beenden wollt, dann drückt ihr halt den blauen Button eben auf Stopp. Danach werdet ihr gefragt, wo ihr dieses SWF-File speichern möchtet. Ich belasse es auf dem Desktop, nenne das Ganze Test. Speichern. Jetzt malt er mir den Producer auf. Das heißt, er konvertiert mir die Aufnahme in SWF. Das dauert natürlich seine Zeit. Ist ja logisch, weil er muss es ja konvertieren. So, das dauert wie gesagt seine Zeit und nun gut, die Zeit, die müssen wir uns halt nehmen, aber das macht ja nun gar nichts. Wie ihr seht, hat er hier oben das auch hingesetzt. So, und jetzt will ich doch mal sehen, ob das Teil jetzt auch so wirkt, wie es sein soll. Da schauen wir mal, ob der mir den auch aufmacht. Ja, hier ist er. Na wunderbar. Und wie man sehen kann, so sieht das Ding danach im Original aus. Hier hat er mir auch noch eine Menüleiste. Hier kann ich das Style stoppen, oder kann es auch beenden oder wieder in Kraft setzen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Und ich denke mir mal, Freeware, ja,
Da gibt es einfach nichts zu mucken. Einfach ein tolles Programm. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Also dann, bis später. Ciao.